Ja, dann machen wir als behaarter Löwe. Spielt da alles mit. Spielen irgendwelche berühmten Leute mit? Sowas wie Alexander Klavs? Nein. Wieso sollte da einer. Ja, warum eine nicht? Tarzan ist doch auch Klavs, Tarzan. Alexander. Ja. Klavs Alexander. Auch alles, was da. Hallo, Alexander. Irgendwie. Alexander Tarzan. Alexander Tarzan. Oh, Alexander Klavs. Als Alexander Tarzan. Da war dein Maul. Alexander Klavs. Oh, Tarzan. Ist mega gut. Ja. Der ist der einzige von den ganzen Leuten, der da überhaupt irgendwas zu was gebracht hat. Mhm. Bei dir ist der erste Mensch jetzt. Mhm. Außer dieser hier, wie heißt der nochmal? Geschandarei! Mark Medlock. Alalalalalong. Alalalalalong. Junge, da eine Kübelböck, Junge. Komm! Ja, okay. Kübelböck? Der hat's wirklich auch noch. Kübelböck. Eine Kübelböck. Den kennt man wenigstens noch, aber wenn ich jetzt irgendwie. Der hat eine eigene Solarfirma. Ich hab mir jetzt. Ja, war mega schlau. Geil. Wenn ich jetzt irgendwie. Erinnert euch einer von euch an Thomas Godoy? Godoy. G-O-D-J. Ja, Go-O-D-J, Junge. Go-O-D-J, Alter. Gott, ja. Alter, wie hoch ich fliegen muss. Du bist so ein dummer Wichser, wa? Ja, Alter. Keiner schlägt dir, außer du. Ja, ich helfe euch die ganze Zeit, ihr Mongos. Ja, am Arsch hilfst du uns. Ich helfe dir gleich auch mal. Ja, komm, dann schlag mich doch, wenn ich springe. Doch egal. Am Ende helfe ich dir noch wirklich. Guck mal, jetzt habe ich es nämlich alleine geschafft. Wow, das erste Mal. Ach, halt dein Maul. Ach, come on! Ach, come on! Und bei dem einfachsten Kack. Das ist doch gar nicht dein geschafft, ja? Ich hab schon weiter geschafft als dir. Ich hab mit dir geredet. Primata. Ja, und wenn Striker irgendwas mal geschafft hat, dann. Ja. Ist es immer so. Ja, ich hab. Ja, und sobald es nicht klappt, ist der Codemaster schon. Ihr seid so schlecht. Das ist End. Ihr seid so schlecht. Voll easy. Hab ich eben beim ersten Mal gemacht. Wie kann er das denn machen? Einfach mal kurz 2 Sekunden. Du musst warten, bis du 2-mal getroffen hast. Ich glaub, 5 Sekunden in dem Scheißfeuer. Du musst auch noch kurz 2-mal warten, bis du 2-mal Hit gekriegt hast von denen. Ich mal kurz die und dann auch noch diese tollen Tipps, ey. Ja, und dann einfach, wo du den Stark gekriegt hast, direkt mit 1 im Sprung rüber. Hast du keine Kuh? Muuuuh! Nächste Kuh-Tipps? Ach, mein Bruder. Letztendlich die Kuh von Warwick. Hier, Striker macht das. Sind die nicht voll gefährlich eigentlich? Kannst du dich irgendwie damit dein Gehirn raussaugen? Wenn ich nicht wüsste, wie das geht sollte, aber. Nee, was waren Q-Tipps nochmal? Mit Q-Tipps, Junge. Ich kenne nur Kuba. Was ist denn das? Kennt ihr Q-Tipps nicht? Nö. Was sind diese Dinger zum Ohrenreinigen? Was zum Henker? Die nennt sich Ohrstäbchen. Bei uns heißen die Q-Tipps. Ich hab noch keinen gehört, der noch nicht das Wort Q-Tipps kannte. Ich kenne nur Ohrstäbchen. Die sieht halt so aus wie diese Gladiator-Dinger, aber in klein. Ja. Ohrstäbchen. Ohrstäbchen, da klingt wie. Wie eine. Ja, S-Stäbchen. Eben. Ist doch nicht mein Ohr. Wir kosten meins aber gerade ab. Immerhin hau ich nicht deine Arme ab. Was ist das denn jetzt? Lieber Arm dran als Arm ab, wa? Ah ne, lieber Arm ab als Arm dran. Lieber Arm dran. Alles klar, lieber Arm dran. Also, Leute, wenn ihr Striker ein bisschen Geld abknüpfen wollt. Hast du nicht auch so eine Nummer in deinem Namen? Ja, 1. Ist doch dein PIN. Nee. Ja. Ich bin nicht so blöd. Irgendwie traue ich Adi immer noch zu, dass es immer noch sein PIN ist. Ja! Ich auch. Das ist mega der Masterplan, dass er jetzt denkt, oh guck mal, jetzt denkt jeder, das ist nicht mehr mein PIN, aber es ist immer noch. Der lacht sich jetzt gerade zu Hause irgendwo schlapp. Wieso sollte er eine neue Karte bekommen? Weil er alleine mit N im Channel ist und N ist gemutet. Wieso sollte er eine neue Karte bekommen haben? Und einen neuen PIN? Kannst du doch beantragen? Als er gemerkt hat, scheiße, ich wollte eigentlich nichts über mich bekannt geben. Hab aber dann blöderweise doch meine Bank-PIN da angewiesen. Vielleicht als seine ersten 1000 also Ich weiß auch nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Es ist Andi. Das habe ich aber auch gewundert. Also. Was? Schon hart. Dämlich. Gewundert. Ach, Alter, wie soll das denn gehen, ey? Das denn gehen. Jetzt nichts gegen Kerstin, ja? Was? Wer ist Kerstin? Ja, wie soll denn Kerstin gehen? Boah, bist du witzig, Alter. Ich fall gleich hin vom Stuhl. Mit Lene. Hinten ja, ich hoffe, vom Stuhl. Kannst du deswegen nicht mehr runterschlagen. Jo. Sagt die Crasher. Und schlägt erstmal. Wild um sich. Mit Gebrüll. Oh fuck. Ich werde mich schon freuen, wenn ich am Mittwoch diesen blauen Skin sehe und mir denke, ey, guck mal. Der töte ich jetzt. Der gewinnt. Ey, guck mal. Dann siehst du noch einen anderen. Vielleicht sehe ich ihn ja auch im Spectator-Modus und.
Ja, welchen Skin haben denn eure Freunde? Was hat Bissel denn für einen Skin? Keine Ahnung. Skin? Hat der überhaupt Minecraft? Der hat Minecraft. Der kauft sich nachher noch Minecraft. Ja. Ach, zutrauen würde ich ihm. Sag mal, Zeitl, was war eigentlich dein Gesicht auf den Blöcken hier? Död? Exklusivvertrag. Auch echt, also. Mit Mojang. Was heißt, du hast mitten in der Adventure Map deinen Texturenpack geändert? Ja. Zuschauer müssen auch denken, was ist das für ein Spastiker, der hier Minecraft aufnimmt. Alter, was ist das denn? Ohne Spaß. Wie sollst du auf diese eine Leiter da hinten kommen? Ja, wie lange du auf diesem scheiß Block halt einfach läufst, ey? Ja, weißt du, wegen dem Eis da drunter. Ja, ja, aber das ist behindert. Ach komm, jetzt hab ich dich. Ja, ja, heißt leckt mich am Arsch. Ja, ja. Nein! Rico ist gekommen. Ne, kurz vorher ist er. Ne, egal. Ja, das war absolut. Bisschen Darkbot. Wer ist MSM Basti? Warum will er mit einem CSGO spielen? Weißt du nicht mehr, wer das ist? War da nicht einer bei TTT? Ja, das war einer bei TTT. War das der Doktor Badenixe? Nein, das war nicht Badenixe. Badewichse? Badenixe hieß Baxter Mix und mit dem hattest du nichts zu tun. Hast du die Folgen überhaupt angeguckt? Ja. Hm. Guck mal, wenn jetzt weißt du, warum ich, wenn sogar ich da stehe, wie. Nein! Ein absolutes Traumkind. Ja, echt mal. Andi auch. Ja, sogar Andi. Sogar Andi, wie das klingt, ey. Andi? Was hast du gegen den Namen Andi? Sogar Andi, das klang jetzt gerade ein bisschen. Sogar Andi? Ich kann keinen mehr mit dem Namen Andi ernst nehmen, Super seitdem ich ihn kenne, ehrlich gesagt. Immer wenn mir irgendjemand sagt, ey, das ist Andi, muss ich direkt anfangen zu lachen. Du musst einfach dran denken, wie wir uns gerade gesucht haben. Ja, weil ich kann Leute, okay. Ich kann solche Leute bitte nicht vollnehmen. Dankeschön. Was war das? 6000! Boah, wie Rico einfach manchmal zu Petri mutiert. Ich glaube echt, du bist das gewesen. Ja, damals. Bin das. Wann ist denn in einem Land vor unserer Zeit rausgekommen? 1900 irgendwann, Leute, oder? Was? 1990. In den 1990 irgendwas in dem Verdreh. Mit einem 1900. Damals. Also, es waren auf jeden Fall schon die 2000. Vor 100. Echt? Irgendwann auf 1990, wollte ich gerade, ich habe die 90 vergessen zu sagen. Also es waren auf jeden Fall schon die 2000er. 100 Pro. Land vor einer, nee, warte, einem in Land. Einem Land vor unserer Zeit hieß es. In unserem Land Futter vor einer Zeit. So, ist 1988 rausgekommen, ja, vom Jahr 2000. Mhm. Auch diese Anime-Serie, also das, also dieser das Film, so wie dieser Film, so wie wir den kennen. Ja. Nicht in ist ein Zeichentrickfilm, er wurde halt von Steven Spielbergs Amblin Entertainment produziert. Regie führte Don Bluff. Die Filmmusik stammt von James Horner. Der hat auch nur geblufft mit dem Film. Der Film wurde von 1988 von Universal Pictures in die Kinos gebracht. Ja. Hier ist du Petri. Alt? Und der deutsche Sprecher von Petri heißt Rico. Nein, ja. Wolfgang Ziffer heißt er. Der hat wohl nicht mal alle Lappen im Zaun. Der Sprung ist noch cool, aber danach den Leitersprung. Der ist jedes cool. Mal. Der ist echt cool. Weil da Eis ist. Aber ich bin scheiße, oder? Boah, ich würde dich zu dem witzig echt runterhauen, aber ich bin jetzt schon. Ja, nein. So hör auf. Hör auf. Hör auf. Dö-dö. Oh, der ist echt nur einfach. Nummer ist mir egal. Nein! Oh, ihr habt den. LOL, Crasher, ich gönne dir, dass du es schaffst. Ich muss links rumspringen. Links rum auf die Leiter. Jetzt musst du auf die Leiter und dann darüber und dann. Vor Leidenschaft. So, und jetzt wird's witzig. Bei dem Sprung habe ich dann gedacht, den Sprung habe ich verkackt. Weil da wieder Eis drunter ist. Das ist mir nicht auch passiert. Ich bin einfach zu früh abgesprungen, sonst hätte ich es geschafft. Ich meine, ich kenne ja den Trick, dass man am Rand laufen muss, um schneller zu sein, ja? Also. So, links ist eine Leiter. Da muss ich hin! Muss ich hier links an die Leiter, da? Geh links von dem Block, ja! Links ist von dem U ist. Da musst du rein. Hör dran.
Du musst genauso schreien wie ich. Ah, Spanja! Was, Spanja? Spanja? Spanja, Panama, Mexiko. Dries Athen auf Wiedersehen, 50 ne? Kurus. Scheiße. Oh, 50 Kurus sitzen auf dem Baum. Einer fällt runter, man glaubt es kaum. Jetzt schaue ich diesen Letterspruch hier nicht mehr. Ich wein gleich. Boah, Spaß, hab jetzt voll Durst. Ich hätte auch gern ein Glas Wein. Ich trinke jetzt was. Och man, jetzt muss ich wieder warten. Warum ist jedes Mal bei Adventure kriege ich Hunger und was zu trinken? Und Durst. Was? Krieg ich Hunger und was zu trinken. Ja, und jedes. Lol. Achso, es regnet. Lol, voll angenehm. Lass mal den Regen an. Kannst du durch die. Damit kannst du dich das Feuer erleichtern, ne? Dann brennst du hier nicht stundenlang. Ja, scheißegal. Ohne Spaß! Das verringert nur. Es hätte nur die Zeit verringert, ne? Es hätte ja nicht mal irgendwie den Schwierigkeitsgrad erleichtert oder so. Sei lieb. Beweg deinen scheiß Arsch, ey. So. Gut. Ach, ich. Oh. Hups! Lass mal bitte den Regen. Warum fängt du. Hallo? Nein! Der Regen ist aber echt gut für das Feuer da. Da muss er nicht so ultra lange stehen. Es ist. Viel zu laut. Ja, dann mach den Sound vom Regen leiser. Kannst du. Nein. Exklusiv leiser stellen. Exklusiv mit Frauke Ludovic. Wie lange? Habe ich schon mal erzählt. Ich echt lange gebraucht, um zu checken, dass das Frauke heißt. Wow. Ich dachte jedes Mal, was ist denn hier Scheiß? Ich dachte, das war wie heißt das, die mit Vorname? Mit Frau Kedulovic. Ich sag, wie wundere ich dir? Wie heißen die mit Vornamen? Das dachte ich voll lange als Kind. Wie kann man das nur denken? Ey, ich bin aber nicht der Einzige, glaube ich. Exklusiv mit Frau Kedulovic. Wie kann man Kedulovic heißen? Es ist unmöglich, so einen Namen zu haben. Nee, außer kommt aus dem Osten. Ja, aber also Frau noch weiter Osten, noch so weiter Osten. Also Frauke war mir irgendwie damals auch. Och, ey. Frauke Ludovic. Ich dachte, das dauern. Dann irgendwann kam mir so, genauso wie als ich damals erfahren habe, dass Milka eigentlich nur Milch plus Kakao heißt. Hab ich auch boah. Das hat meine komplette Welt verändert. Oh mein Gott. Oder Hanuta. Ja, Haselnuss. Ich vergessen, was das hieß. Haselnuss und Nutella. Oder bis ich gecheckt habe, dass Pullover ist. Das sind alles so Erkenntnisse in meinem Leben. Pullover. Das ist mir auch nicht aufgefallen. Nee. Siehst du? Alter, das erklärt die Welt. Es genauso wie Pullover. Pull, ja. Das ist schon leider tatsächlich unrichtig. Seidel erklärt die Welt. Ja, ja. Seidel erklärt die Welt. Aber Frauke Ludovic war echt nicht so. Okay, Ludovic. Das war also. Da wäre ich gern dabei gewesen. Ja, meine Schwestern haben auf einmal. Glauben ja auch nur weiter hineingetrichtert. Ja, ich weiß nicht, wie die mit Vornamen heißt. Vielleicht Frau. Frau. Nein, die heißt bestimmt Franzi oder so. Franzi. Ja, meine Schwester heißt ja Katharina Franziska. Irgendwie haben wir alle Scheißnamen. Habt ihr alle Doppelnamen? Ja. Oh, Katharina Franziska Marianne. Entweder eure Eltern hatten zu viel Kreativität. Oh, die wussten sich nicht besser zu helfen. Ich hätte Ronja Felicitas gehießen. Jetzt heißt oder die Eltern konnten sich nie einigen. Der Vater hat immer das gesagt. Nee, also das. Irgendwie waren sie immer für Doppelnamen. Mein Vater hat gesagt, wenn es ein Sohn wird, dann heißt er Merlin Steve. Nee, Merlin Dorian war ja erstmal. Was? Ach ja, Dorian. Hm. Wer ist der neue Domian von 1 Live? Dorian, Junge. Merlin Dorian, Junge. MD, Junge. MD, da wäre ich echt Doktor gewesen. Wieso bist du hier dran vorbeigelaufen, Quischer? Ja, weil ich da nicht lange auf dem Feuer drauf stehen bleiben will. Ich spring da einfach. Ist der einfach weiter? Ja. Die Sparta! Bank. Das wäre voll der geile Slogan. Die Sparta. Boah, Alter, ernsthaft. Wieso? Finde ich wirklich cool. Du kennst doch Hand of Blood, oder? Besser als die Ja, wieso? Hat der das auch schon mal gemacht? Nee, der hat einmal gerufen, This is Darius! Als er einmal so einen OP-Guide gemacht hat.
Herr Bauer.